Willkommen zurück zu meiner Videoserie Lernen ohne Leiden. Ich greife noch mal kurz die Struktur auf. SSL, dann kommt P, die Prüfung, und dann kommt hier der IHK-Abschluss. Wenn Sie die vorherigen Teile schon gesehen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Wir befinden uns also in diese Richtung auf einem Weg zu einem anerkannten IHK-Abschluss, kaufmännischen IHK-Abschluss, wie Betriebswirt IHK, technischer Betriebswirt, Wirtschaftsfachwirt und einer der vielen ähnlichen Abschlüsse. Vorher kommt die Prüfung, ja, und wenn die Prüfung bestanden ist, dann ist der Abschluss da. Das ist also das Ziel dieses Weges. Und die Stationen auf diesem Weg heißen Selektion. Wir müssen das Richtige auswählen, was ist relevant, was ist nicht relevant. Vor allem ist bei der Selektion das Timing extrem wichtig. Es kann nämlich sein, dass es Lernstoff gibt, der ist nur im Moment nicht relevant, weil er im Moment noch nicht verarbeitet werden kann. Das wiederum hängt mit der Strukturierung zusammen. Unser Gehirn braucht, um neuen Lernstoff aufzunehmen, eine Struktur. Ich arbeite mit dieser Dreiecksstruktur. Das heißt, wir gehen hier vom Grundgedanken um den Grundgedanken kreisend weiter in die Details. Das heißt, im Moment ist es wichtig, nur den Grundgedanken herauszufiltern, das meine ich mit Selektion, und Details im Moment erstmal beiseite zu lassen. Und wenn dann hier eine Basis da ist, ja, dann kann ich die weiteren Details vermitteln und nach diesem Prinzip weiter in diese Richtung vorgehen. Also Selektion bedeutet auch, es bedeutet, dass es gewisse Dinge gibt, die einfach nicht relevant sind. Es gibt aber auch Dinge, die im Moment noch nicht relevant sind, weil sie im Moment noch nicht verarbeitet werden können. Selektion und Strukturierung hängen also zusammen. Wir haben gesehen, dass Sie weder für die Selektion noch für die Strukturierung Kriterien haben als Teilnehmer. Kriterien. Sie haben keine Kriterien. Sie sind also völlig abhängig von Ihrem Weiterbildungsträger, sei es ein Präsenzlehrgang oder ein Präsenzlehrganganbieter oder ein Fernlehrgangsinstitut. Sie haben keine Kriterien, um die Selektion und die Strukturierung zu machen. Sie sind darauf angewiesen, was der Weiterbildungsträger Ihnen anbietet, und dass das zu teilweise verheerenden Ergebnissen führt, haben wir in den vorherigen Teilen gesehen. In diesem Video geht es um das Lernen, das eigentliche Lernen. Hier, das bis hier, das ist die Vorarbeit. Wenn die Vorarbeit gut erledigt ist, ist das eigentliche Lernen relativ einfach. Wenn die Vorarbeit nicht gut erledigt ist, passiert hier die Katastrophe, und hier in der Prüfung passiert die Katastrophe noch einmal. Lernen besteht aus drei Schritten: Verstehen, Vertiefen, Verwenden. Immer diese Richtung bitte sehen. Ja? Also erst das Verstehen, dann das Vertiefen, dann das Verwenden. Die Energie, die uns hier treibt, nennen wir Motivation. Im Grunde ist aber die Motivation der meisten Teilnehmer schon völlig im Keller, weil die ersten beiden Schritte Selektion und Strukturierung sträflich missachtet wurden. Fangen wir an mit dem Verstehen. Es ist wichtig, den Lernstoff zunächst einmal zu verstehen, ehe man ihn vertieft. Ich erhalte oft E-Mails, in denen Leute mir schreiben, dass sie versuchen, die Dinge jetzt auswendig zu lernen, weil sie sie nicht verstehen. Wir reden hier von Lernen ohne Leiden. Das ist Lernen mit Leiden. Das ist Quälerei. Verstehen, vertiefen. Erst das Verstehen und das, was man verstanden hat, das kann man dann vertiefen. Und dann kommt das Verwenden. Das werde ich im nächsten Teil dieser Serie dann behandeln. Verwenden bedeutet aktivieren. Denn wir haben ja bei der Prüfung, die jetzt hier als nächstes kommt, Aktivierung schreibe ich mal, es mit einer handlungsorientierten Prüfung zu tun, und das erfordert hier nochmal diesen eigenen Schritt. Verwenden bedeutet den Lernstoff in Punkte umsetzen in der Prüfung. Bleiben wir hier zunächst bei dem Verstehen. Das Verstehen ist natürlich, wenn keine Selektion,
kein Timing und keine Strukturierung erfolgt ist, sehr, sehr schwer für den Teilnehmer. Das Tragische ist, dass die meisten Leute denken, es läge an ihnen. Nein, das liegt es in 99,9% der Fälle nicht, sondern es liegt daran, dass der erste Schritt Selektion falsch gemacht wird, der zweite Schritt Strukturierung verheerend falsch gemacht wird und dann der dritte Schritt das eigentliche Lernen oder Vermitteln des Lernstoffes, damit man in einem Seminar auch eine Lernwirkung hat, gar nicht mehr richtig gemacht werden kann. Es kommen aber noch Dinge hinzu. Halten wir zunächst mal fest, das Verstehen ist fast unmöglich, weil es keine Struktur gibt. Ich habe diese Konstellation mit pro Lehrgang ein anderer Dozent, nicht abgestimmte Unterlagen sehr oft aufgezeigt. Ich spare mir das jetzt hier. Schauen Sie bitte die anderen Folgen dieser Serie. Keine Struktur. Es kommt auch noch etwas dazu. Die meisten Dozenten veranstalten Folienlesungen. Folienlesungen bedeutet, dass da vorne jemand steht am Tageslichtschreiber. Seit einigen Jahren ist der Tageslichtschreiber ein bisschen mehr beiseite gerückt und dann ist es dann der Beamer, bleibt sich aber im Endergebnis gleich. Beamer ist vielleicht nur noch ein bisschen schrecklicher, weil es da im Raum noch dunkler sein muss oft. Und dann werden also Folien, sei es Folien, die wirklich anfassbar sind oder Folien eben auf dem Computerbildschirm, werden aufgelegt bzw. an die Wand geworfen, über den Beamer vorgelesen. Deswegen sage ich, nenne ich das Folienlesungen und abgeschrieben. Das heißt, die Teilnehmer sind beschäftigt damit, die Dinge abzuschreiben. Für den Dozenten wunderbar, er hat seine Ruhe. Er legt Folien auf, liest sie vor. Das macht er eine Stunde und dann hat er schon wieder eine Stunde gearbeitet und entsprechend seinen Auftrag erfüllt. Ja. Das hat auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun. Das ist der einfachste Weg und sehr oft gehen Menschen eben den einfachsten Weg. Vorgeschriebene Folien sind absolut kontraproduktiv, was das Verstehen angeht. Verstehen muss entwicklungsorientiert erfolgen. Hier habe ich das mal gezeigt. Ja. Struktur, Grundgedanke und dann um den Grundgedanken kreisend den Rest aufbauen. Das kann man nennen entwicklungsorientierte Vermittlung. Sie sehen, wie der Lernstoff sich Stück für Stück vor Ihren Augen zusammensetzt. Und in den meisten Fällen haben wir eben keine entwicklungsorientierte Vermittlung, sondern fertige, vorgeschriebene, vorgedruckte Folien, die auch gar nicht mehr aufgenommen werden, richtig intellektuell, die nicht verarbeitet werden, sondern die einfach nur mitgeschrieben werden. Und zu Hause sitzen die Leute dann mit ihren mitgeschriebenen Folien und sind im wahrsten Sinne des Wortes genauso schlau wie vorher. Noch etwas kommt strafverschärfend hinzu. Ich nenne das Substantivitis. Die meisten Folien, die meisten Skripte und fast alle Lehrbücher, die Menschen, die das produzieren, haben alle die gleiche Krankheit. Diese Krankheit heißt Substantivitis. Substantivitis ist nicht schmerzhaft, man merkt das selber nicht, aber für den anderen, ja, normalerweise, wenn jemand krank ist, dann hat er selber das Leid. Substantivitis ist eine Krankheit, die andere leiden lässt. Substantivitis bedeutet Sätze wie die zur Verfügungstellung, der Außerachtlassung unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme. Das ist Substantivitis. Substantivitis bedeutet keine Verben. Keine Verben. Sie finden in diesen Büchern, in diesen Skripten und auf diesen Folien so gut wie keine Verben. Achten Sie mal drauf. Ja, keine Tu-Wörter, keine Handlungswörter. Es wallet, es siedet, es brauset, es zischt. Das ist Schiller und das sind Verben. Und bei jedem, es wallet, es siedet, es brauset, es zischt, entstehen Bilder im Kopf. Wenn Sie stattdessen die Substantivitis machen, die zur Verfügungstellung, der Außerachtlassung unter Nichtberücksichtigung der Inanspruchnahme, entsteht kein einziges Bild, es entsteht nur Verwirrung.
Achten Sie drauf. Ja, achten Sie drauf. Die allermeisten Lehrbücher sind so geschrieben, die allermeisten Skripte und die allermeisten Folien, die vorgelesen werden. Wie soll da ein Mensch etwas verstehen? Ja, und dann stehen wir da. Die Leute wissen, die Prüfung rückt näher. Ja, hier, die Prüfung rückt immer näher. Und sie haben das alles überhaupt nicht verstanden. Und dann fangen sie an zu vertiefen. Und das heißt in dem Fall auswendig lernen, ohne verstanden zu haben. Ist nur Quälerei und bringt überhaupt kein Punkteergebnis in der Prüfung. Sie können sich das sparen. Wenn Sie dieses Video schauen und im Moment in dieser Situation sind, sparen Sie sich das Leid. Ob Sie sich das Leid jetzt antun oder ob Sie sich das Leid nicht antun, es führt in der Prüfung zum gleichen Ergebnis. Sie können auswendig gelerntes und nicht verstandenes Wissen nicht in Punkte umsetzen. Warum? Verwenden bedeutet Aktivierung, denn die Prüfung ist eine handlungsorientierte. Sie werden also nicht auswendig gelerntes Wissen abgefragt. Ja, Sie werden nicht abgefragt nach dem Motto, lernen Sie mal das Gedicht, sagen Sie mal das Gedicht auf, das Sie brav auswendig gelernt haben. Eine handlungsorientierte Prüfung. Aber damit sind wir schon wieder beim nächsten Teil, denn ich möchte hier damit schließen, dass Sie erkennen, wo an welchen Stellen das Leid entsteht. Und wenn Sie lernen ohne leiden wollen, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.